Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ja, ein Tutorial. Ihr habt euch unbedingt ein Zeichentutorial gewünscht. Also kriegt ihr eins. Okay, heute zeige ich euch einfach mal, wie ich ein Auge zeichne und, naja, erkläre euch ein paar Tipps und Tricks. Das ist ja eigentlich kein richtiges Tutorial, um zeichnen zu lernen, aber vielleicht, um, ja, so zu zeichnen wie ich. Na gut, als allererstes mache ich immer dasselbe beim Auge. Erst so das Weiße. Natürlich lasse ich es nicht komplett weiß, sondern mache es so ein bisschen gräulich. Dabei benutze ich immer warm Grau 1. Und ja, dann fange ich immer mit der Pupille an, beziehungsweise mit der Iris. Und in dem Falle umrande ich sie auch immer zuerst schwarz. Und fange dann an, langsam mit anderen Brauntönen, wie ihr gleich sehen werdet, das Ganze zu bemalen. Nein, zu bezeichnen. Zu bezeichnen, okay. Gut, nein, das meine ich natürlich nicht. Und zwar in dem Fall ist es ja ein Braun. Allerdings wirkt es in der Mitte halt recht hell. Und deswegen fange ich zuerst mit Orange an. Und werde dann zum Rand hin immer dunkler und vermische das immer mehr miteinander, sodass es am Ende gar nicht mehr so orange ist, wie es am Anfang gewirkt hat, sondern einfach nur dazu dient, dass es nicht zu schnell zu dunkel wird, sondern es einen leichten Effekt hat, dass es auf jeden Fall in der Mitte viel, viel heller ist und ich mische halt Farben quasi auf dem Blatt. Umrande das Ganze natürlich mit Schwarz nochmal etwas stärker, weil in dem Falle ist das Auge nicht, ja, natürlich, sondern es ist eigentlich eine Kontaktlinse. Deswegen sind die Augen auch etwas größer als, ja, in Natur und auch etwas schwärzer der Rand. Aber das könnt ihr ja sowieso machen, wie ihr wollt. Beim nächsten Schritt fange ich erstmal an, dass ich alles so ein bisschen grundiere, sage ich jetzt einfach mal mit Hautfarbe 1. Nee, das heißt Fleischfarbe heißt das Ganze. Schön, ne? Und das mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwelche festen Linien mache. Jetzt habe ich ein bisschen rangezoomt. Und zwar in dem Fall jetzt zum Beispiel schwarz. Bevor ich halt tatsächlich irgendwie weitermache, grundiere ich das Ganze einmal und zeichne dann erstmal mit schwarz die Linien so ein bisschen nach. Dabei spitze ich den Mundschutz echt tausendmal an. Wahrscheinlich öfters als genug. Und danach fange ich so ein bisschen an, eben den Lidschatten und Lidfalter etc. so ein bisschen einzufärben. Hier ist nicht so viel Kompliziertes dabei. Ich arbeite mich da einfach vor. Und zwar werde ich einfach immer dunkler, wie auch schon zuvor. Ich fange erstmal hell an und werde dann immer dunkler. Ihr seht, ich fange jetzt, nehme ich, was ist denn das? Ja, ach ja. Die Farbe nennt sich Zimtbraun. Danach nehme ich ein Rot und gehe da drüber. Dann seht ihr, es ist nicht so knallerot wie der Buntstift selber, sondern es vermischt sich alles. Deswegen, ich drücke echt fast gar nicht auf. Es dauert alles so ein bisschen, aber am Ende habt ihr weiche Übergänge und auch Farbverläufe, ohne dass es so extrem aussieht. Jetzt fange ich so ein bisschen mit der Augenbraue an, aber um die Augenbraue geht es in diesem Video nicht. Also war es eigentlich schon, was die Augenbraue angeht. So ein bisschen zur Orientierung. Und dann kommt auf jeden Fall der nächste Schritt, und zwar in dem Fall der Eyeliner. Und das mache ich auch immer wieder gleich, dass ich erstmal wieder so die kräftigsten Linien innen und außen umrande. Und dann die Mitte halt einfach so ein bisschen schwarz mache und das Ganze dann mit einem Hellgrau erstmal ausmale und auch später wieder nachschwärze. Einfach um so viele Details wie möglich rauszuholen, um so viele 3D-Effekte rauszuholen, sodass es eben nicht so platt aussieht, sondern schon so, als wäre es, ja, realistisch. Wie soll man sagen? Ja, und dann natürlich benutze ich dann auch nicht nur Rottöne, sondern auch Brauntöne, und hier natürlich grundiere ich mal ein bisschen vor. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Punkte, und zwar der Lichteffekt im Auge. Den mache ich immer mit weißem Acryl. Deckt immer mit einem ganz kleinen Pinsel. Setze ich da nicht einfach so einen Punkt rein, sondern eben orientiere mich am Foto. Und oben setze ich dann halt noch so mit Schwarz, noch während das Ganze feucht ist, so ein paar Striche, damit das so die Wimpern, das ist dann quasi der Schatten der Wimpern. Und ja, mache jetzt quasi weiter mit dem Make-up. Und ihr seht halt, dass ich am Anfang nie doll aufdrücke und nicht irgendwie so schwarze Linie mache, sondern alles eben nach und nach. Das dient einfach zum Teil, dass die Übergänge weicher werden und dass mir eben auch nicht so schnell Fehler passieren. Und dass man sich einfach nicht mehr schnell vermalt. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel ein ganz dunkles Rot
Und ja, ich nehme einfach mittlerweile einfach alles, was mir gerade in den Sinn kommt. Aber es gibt natürlich ein paar Farben, die ich immer benutze, wie Fleischfarbe und Warmgrau. Aber das wisst ihr vielleicht schon aus meinen alten Tutorials. Ja, unter dem Auge ist es meistens immer, ob jetzt durch Make-up oder durch Licht, immer so ein bisschen dunkler so am Rand. Und ja, das mache ich dann ein bisschen mit Braun und mit Grau und mit Fleischfarbe und am Ende eben noch die Wimpern. Hier seht ihr leider nicht so viel von den Wimpern, weil das Auge halt eher so leicht geschlossen ist, also so nach unten blickt. Naja, wie soll ich das bezeichnen? Auf jeden Fall sieht man bei den Wimpern diesmal nicht so viel. Und ich setze sie halt auch ganz leicht und schwungvoll aufs Blatt. Und ja, in dem Fall war es das schon mit den Wimpern. Bei einem anderen Tutorial kann ich das vielleicht nochmal besser zeigen, aber bei dem war es das halt schon. Und denkt immer dran, so ein bisschen auch sowas wie Augenringe zu malen. Ja, das klingt jetzt irgendwie hart, aber das macht einfach das Auge lebendiger. Natürlich nicht so doll, dass es aussieht, als wäre die Person alt oder müde oder so, aber so ein bisschen muss halt sein. Und ja, wenn ihr dann fertig seid, dann sieht das Ganze so aus und ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen und schreibt mir doch wirklich ganz, ganz wichtig in die Kommentare, ob ihr noch so ein Video sehen wollt oder nicht. Bis zum nächsten Mal.